Die tägliche Turnstunde heute aus dem Wien-Museum, wo es eine sehr nette kleine Ausstellung über den Wiener Sport der Vergangenheit gibt. Und mein heutiger Gast ist ein dreifacher Weltmeister. Ich begrüße ganz herzlich den Radweltmeister Roland Königshofer. Schön, dass du da bist. Servus, grüß dich. Danke für die Einladung. Ja, in einem bisschen außergewöhnlichen Ambiente heute. Trotzdem gibt es, wie immer zu Beginn, bevor wir zu einem spannenden, hoffentlich spannenden Gespräch kommen, die tägliche Bewegungsübung. Die Stefanie steht schon bereit und heute hat sie einen ganz netten Gast eingeladen. Muss ich nachlesen, Rudi Satran, ältester Übungsleiter des ASKÖ-WRC Wien. Bitte schön. Genau, wir haben nicht nur ein ungewöhnliches Ambiente, sondern auch noch einen außergewöhnlichen Gast, und zwar den Rudi, der uns euch heute eine Bewegungsübung mitgebracht hat, die sowohl alltagstauglich als auch museumstauglich ist. Deswegen beginnen wir gleich gemeinsam. Wir starten, indem wir uns einfach auf die Zehenspitzen hochrollen und wieder nach unten gehen. Wichtig ist dabei auch wieder das Gesäß anzuspannen und genau, fest anspannen, sagt der Rudi gerade, kriege ich den Hinweis. Man kann ja immer was dazulernen, weil mit der Erfahrung hat er mich weit voraus. Wie geht's weiter mit der Übung, Rudi? Wir nehmen unsere Arme dazu, gell? Nach vorne die Arme strecken. Da bleiben wir unten am Boden stehen. Ich drehe mich einfach seitlich, dann geht's also aus, dann kannst du den entfalten. Geht schon los. Und die Arme seitlich öffnen. Vor und beim Hochgehen die Arme seitlich öffnen. Genau, ganz langsam, wie in Zeitlupe. Wichtig ist auch, dass die Fersen genau nicht nach hinten ausbrechen und das Gesäß fest gespannt ist. Wir machen in der Zwischenzeit weiter und später gibt es dann eine Variation. Ja, und dann sind wir bei unserem Gast Roland Königshofer. Roland, der Rudi ist knapp 90. Respekt, Was erwartest du von dir mit 90? Ja, ich möchte bis 100 Gas geben und dann noch weiterleben. Also so ungefähr mein Lebensplan, ob das geht, weiß ich nicht. Aber wie man sieht, es gibt mehr als genug positive Beispiele, lebenslang Sport, vernünftige Ernährung und alles andere, gut gegroundet nicht zu viel Stress, dann werden wir das schon hinkriegen. Gas geben ist in vielerlei Hinsicht für den Roland Königshofer ein gutes Stichwort. Da sind wir zum Beispiel gleich bei deinem Sport. Du bist jetzt so nicht der alltägliche Radfahrer gewesen, das auch, aber vor allem warst du sogenannter Steher-Weltmeister. Für die, die das nicht mehr so genau wissen, Steher sind die, die hinter einem Motorrad herfahren mit dem Windschatten und unglaubliche Geschwindigkeiten zustande bringen. Auf einer Bahn, meistens auf einer 200-Meter-Bahn, die extrem steil ist. Das war ein unglaublicher Sport eigentlich. Ich habe das oft genug miterleben dürfen bei dir live. Was hast du für Erinnerungen an deine Zeit, als du da mehrfach Weltmeister geworden bist? Es ist wirklich eine für die Zuschauer sehr attraktive Sportart, die leider Gottes hier in Wien jetzt nicht mehr gefahren wird. Als ich aufgehört habe, Ende der 90er Jahre, wurde das Dusiger Stadion umgebaut und die Motoren wurden leider verkauft als Ersatzteillager für andere Bahnen in der Schweiz und in der Tschechoslowakei. Und wenn es keine Motoren gibt, die speziell umgebaut sind für diese Sportart, dann gibt es diese Sport halt leider nicht mehr. Wir haben auch nur eine Radrennbahn in Österreich. Aber damals war ja das ein Riesending. Ich kann mich erinnern, das berühmte Dusiger Stadion, der Name nach Ferry Dusiger, auch einem großen Radrennfahrer und vor allem Förderer, der hat dann danach nichts anderes gemacht, als sich um den Radsport in Österreich gekümmert. Da waren ja, die Halle war voll, die war bei keiner anderen Veranstaltung später wieder voll, außer bei den Handball-Europameisterschaften und bei den Leichtathletik-Europameisterschaften. Ja, wir haben Meetings gehabt, wo die Menschen wirklich hingepilgert sind, um diese spektakuläre Sportart zu sehen und noch dazu mit österreichischen Erfolgen. Es sind dort gewaltige Geschwindigkeiten, wie du sagst, gefahren worden. In Wien ist eine 250-Meter-Bahn mit Geschwindigkeiten bis zu 100 km/h waren möglich. Man ist immer sehr an der Grenze gefahren, wo man schon auf dieser 100% oder sind 45 Grad, also wenn man von oben runter schaut, ist das fast wie senkrecht, ist man nach oben schon weggerutscht, also man ist wirklich hart an der Grenze wie jede andere Kurve gefahren. Und, normaler Mensch schon, kann dort nicht stehen, geschweige denn unmöglich, Radfahren. Unmöglich. Nicht? Und die Bahn ist für 3,3 G gebaut worden, also wenn man jetzt den schnellsten Serien-Porsche, den es gibt, hernimmt und dort voll in die Bremsen steigt, kommt man nicht einmal auf 1 G, also man kann sich ungefähr vorstellen, was sich dort abgespielt hat, warum die Räder speziell gebaut waren. Also Lenker und Sattel sind zusätzlich abgestützt gewesen, sonst hätte ich den Lenker hinuntergebogen in der Kurve. Also man braucht da schon eine gewisse Zeit, war die einzige Sportart, die man erst ab 18 Jahren ausüben durfte. Also ein gewisses Grundverständnis des Radsports war schon notwendig, um überhaupt dort fahren zu dürfen.
Und, was hast du davor gemacht? Du bist normal gefahren, also normal ja, auf der Straße. Also ich bin auch sonst, zwei Drittel meiner Rennen waren Straßenrennen und über die Radrennbahn hat es Turnierrennen gegeben. Das ist so ein klein Motorräder, die für Trittfrequenztraining hergenommen wurden und damit sind auch Rennen gefahren worden mit normalen Bahnrädern. Und da war ich außergewöhnlich erfolgreich gegenüber meinen anderen Erfolgen, die ich hatte. Und da hat es aber keine Europameisterschaften, Weltmeisterschaften oder ähnliche internationale Bewerbe gegeben. Und sondern nur hinter den schweren Motoren. Und das war dann der nächste Schritt. Und da ist eben der Karl Igel, mein Dauerschrittmacher. Das wäre mein nächstes Stichwort gewesen. Karl Igel war irgendwie eine Legende, obwohl er nichts anderes gemacht hat, als er ist am Motorrad gefahren jetzt für den Außenstehenden. Ja, aber er war natürlich viel wichtiger. Ja, er kommt, glaube ich, aus dem Radball oder Kunstrad, also er war nicht wirklich im Radsport verankert, hat aber den Stehersport als Schrittmacher schon jahrelang ausgeübt, mit der Generation vor mir, da war dann ein gewisses Loch noch dazwischen, also da hat es dann kaum den Stehersport gegeben. War auch nicht einfach zu beginnen, nicht nur, weil wir kaum Material hatten, es ist alles Spezialmaterial, das organisiert gehört. Wir mussten einmal zu Rennen kommen, weil bei den Straßenrennen ist egal, ob 200 oder 210 fahren, dort musst du in die Läufe hineinkommen. Also da haben wir als Österreicher, wo der Sport quasi nicht existiert hat, das wieder aufzubauen, war nicht einfach. Und das dann noch, ich bin damals bei Puch gefahren, das ist so wie, sagen wir jetzt mal Rapid im Fußball, war damals die Puch-Mannschaft, die Einserpartie im österreichischen Radsport. Und dort kundzutun, dass ich jetzt einen Teil meines Radsportlebens auch auf der Radrennbahn hinter Stehermotoren fahren möchte, war nicht so einfach. Das haben die auch nicht so lustig gefunden. Ja, dann, wie die Erfolge da waren, sehr wohl. Ja, da hat sogar eine eigene Ausstellung am Karlsplatz dann vom Buch gegeben über meine ersten Erfolge. Also dann ist das natürlich einfacher gegangen. Eine Sportart, wo ich nie einen Trainer gehabt habe. Bin zwar dreimal Weltmeister geworden, es hat mir aber nie wieder gesagt, wie es geht. Hat es keinen gegeben oder wolltest du auch keinen? Nein, es hat keinen gegeben, der sich wirklich ausgekannt hatte. Und der Vorteil an der Sache war natürlich, komplett neue Dinge da hineinzubringen, wo nicht irgendjemand sagt, das ist Blödsinn. Ne? Weil zum der Sport, Beispiel, ja, was zum hast du damals ich gemacht? Ich hab den Sport wirklich, der damals schon an die 100 Jahre alt war, habe ich komplett revolutioniert, insofern, als ich eben in diesem kleinen Österreich sowohl im Straßen- als auch im Bahnnationalkader war und bin drauf gekommen, Radsport besteht, alle sind fit im Radsport. Nur wer die richtig gute Form hat, ist der sich mehr quälen kann wie der andere. Und das kann man nur erreichen, indem man einfach nicht nur trainiert, sondern Rundfahrten fährt, wo man jeden Tag extrem belastet ist. Beim Training würde man das nie aushalten, da geht man schon längst nach Hause. Bei einer Rundfahrt bei der 11., 12. Etappe, wo man die Mannschaft braucht oder man selber vielleicht sogar im gelben Trikot fährt, da quält man sich und diesen Level kann man dadurch steigern. Und wenn ich mit diesem Level zu einem Bahnrennen komme, wo es im Prinzip darum geht, eine Stunde lang Vollgas zu fahren, also nicht so wie die Sprinter, die nur Kurzbelastung haben, sondern das ist eine sehr, sehr intensive Ausdauerbelastung, dann bin ich dort gleich einmal um die eine oder andere PS-Stärke schneller unterwegs. Und da hat die Konkurrenz, die haben zwar sehr schnell mitbekommen, was ich da mache, aber es war nicht leicht, in großen Radsportnationen das umzusetzen, dass Bahnfahrer zu großen Rundfahrten kommen, um eben diese Stärke auch zu erhalten. Nochmal zurück zu diesem Schrittmacher Karl Igel, weil der war irgendwie so legendär, weil der hat absolut nicht ausgeschaut wie ein Sportler, es war so ein bisschen ein dicklicher, kleiner, der auf dem Motorrad gesessen ist und immer vorne weg und du hinten nachgezogen. Hast du noch Kontakt zu ihm? Ja, freilich. Nicht mehr allzu viel, weil ich auch im Radsport kaum mehr verwurzelt bin. Wichtigste Frage, ist er noch immer so gern Kokoskuppeln? Weil das war ja legendär, die Geschichte. Ja, die Annemarie, seine Frau, hat uns versorgt damit. Die gibt es zu Weihnachten immer noch. Ja, richtig. Und der Kali war gar nicht so optimal gebaut, denn nicht nur die Motoren, sondern auch die Gewänder, die sie angehabt haben, diese Lederkluften waren vereinheitlicht, alle gleich groß. Und wenn jemand schlanker und größer war und vorne quasi einen flachen Bauch hatte, dann hat er den Wind besser verdrängt und wenn er höher war, auch besser verdrängt. Also ein Kugelbauch, der eher aerodynamisch günstig ist. Aber das hat er mit seiner Erfahrung und seinem Gefühl dann wettgemacht. Wir haben natürlich auch am Anfang noch ein bisschen gebraucht, bis wir da wirklich in der absoluten Spitzenszene uns etablieren konnten. Aber dann hat er mir sehr oft auch Rennen gerettet, rein durch seine Routine und sein Gefühl, wie er mich führen muss, dass er das optimal rausholt. Eines noch, weil wir heute in einem Museum, im Wien-Museum sind. Du hast ein Trikot mitgebracht, das wirklich ein einzigartiges ist. Die Sportfans werden erkennen, das ist ein Weltmeister-Trikot, ein klassisches mit diesen Streifen. Aber es ist mehr als das, oder? Erklär's kurz. Ja, es kommt aus der Zeit des Eddy Merckx, als wirklich noch Wolltrikots gefahren wurden. Also ich habe 1976 begonnen als Schülerfahrer.
Da habe ich vom Verein auch ein altes Voltrikot als mein allererstes bekommen. Da durftest du nicht in den Regen kommen, sondern mit meinen damals 43 Kilo habe ich dann plötzlich 20% mehr Gewicht gehabt. Also das ist wirklich eine Retro-Geschichte, die wieder aufgelegt wurde. Aber die Trikots waren wirklich damals so, und wenn man auf der Rückseite schaut, dann mit Knöpfen auf den Taschen, und also wirklich eine geniale Geschichte, die mir immer mal zugetragen wurde. Was muss ein Museum machen, um dieses Stück von dir geliehen zu bekommen? Keine Chance, ja, oder? Ich habe noch ein zweites, das mir nicht passt, in wesentlich größerer Größe. Ja. Also das trage ich sogar manchmal bei speziellen Anlässen zum Spaß. Aber es gibt noch ein zweites Stück davon, kann man reden. Ja, okay, ja, muss ich mal gut merken. Ja. Das, was du da anhast, ist auch heute dem Anlass entsprechend mal wieder ausgegraben. Aber schon Oldstyle. Also das ist auch schon sehr Oldstyle. Ja. Und jeden Tag kann man sich ja mal als Radfahrer outen. Eingeladen habe ich dich natürlich auch deshalb, weil du nicht nur damals ein großartiger Radrennfahrer warst, sondern weil ich weiß, dass du nach wie vor Gas gibst. Da sind wir schon wieder beim Stichwort Gas geben. Ja. Du kannst nicht ruhig sitzen, oder? Das ist richtig. Also wenn es um Bewegung geht, von da nach dort, ist immer der schnellste Weg. Egal, ob es zu Fuß ist oder eben mit Sportgeräten. Was machst du momentan alles? Ausdauersportarten in freier Natur. Also keine Ballsportarten, keine Mannschaftssportarten, alles zu kompliziert, alles mit Wettkampf verbunden. Ja, man braucht dann Platzmiete, man braucht Partner, die mitspielen, die dann wieder keine Zeit haben. Ich versuche, meine Sportarten vor der Haustür beginnen zu lassen und dort auch wieder zu enden. Also ich brauche nichts einpacken, wohin fahren, parken, dort duschen, wie auch immer, kostet alles viel zu viel Zeit. Zum Beispiel, wenn du heute bei der Tür rausgehst, machst du was? Man könnte theoretisch ganz gut Stand-up paddeln. Ist zwar eine Sommersportart für die meisten, aber es gibt genug gutes Material schon mittlerweile. Atmungsaktive Anzüge, die einen vor einem Sturz ins Wasser, der kaum mehr passiert, schützen. Aber man kann draußen ganz gemütlich jetzt fahren, weil wenn ich jetzt Radfahren gehen würde, komme ich heim und bin komplett schmutzig, mein Rad gehört geputzt, wie auch immer. Am Stand-Up-Paddle wäre es kein Problem. Ja, du postest ja auch dauernd irgendwelche Fotos, wo ich mir denke, hey, Freund, es ist kalt draußen, ist der wurscht. Na, herrlich. Also am allerliebsten, ich habe einen zweiten Wohnsitz in Klagenfurt, fahre ich am Wörthersee im Winter in der Nacht. Das ist genial. Der See gehört dir, der See ist komplett glatt, kein Motorboot, kein Wind, rundherum alles beleuchtet. Und du siehst ja, die Augen gewöhnen sich ja an die Dunkelheit. Man hat eine Stirnlampe mit, wenn irgendetwas passiert, aber wenn ich es aufdrehen würde, würde mein Board mich mehr blenden, dann würde ich gar nicht sehen, sondern da bist du draußen. Da kommen dann auch die großen Fische, oder? Ja, Waller. Ein Waller hätte mich fast schon mal auf vom Board geschmissen. Da gibt es einige, so 3, 4, 5 Meter Exemplare, die kommen in der Nacht dann herauf, und da bin ich einem schon mal zu nahe gekommen, und der hat mir mit dem Schwanz eine aufs Board gegeben, dass mich fast runtergehaut hätte. Jetzt muss ich dich natürlich auch noch zu deinem Sohn fragen. Das ist der Konnex zum Fußball. Der Lukas ist Fußballtorhüter und zwar kein schlechter, hat aber ziemlich kämpfen müssen im Laufe seiner Karriere. Da waren immer wieder so Unwägbarkeiten. Inwiefern hast du ihm geholfen? Hast du dich bewusst zurückgezogen? Weil gleichzeitig bist du ja auch noch bei Adidas zuständig für Marketing und hast mit den Fußballclubs, vor allem mit den österreichischen, zu tun. Ja. Also das ist ja eine schwierige Situation für dich, oder? Ja, richtig. Es gibt nicht viel, was ich bereue in meinem Leben, aber da hätte ich mich vielleicht bei manchen Dingen etwas mehr zurückhalten sollen, wobei ich seine Karriere sicher nie vorangetrieben habe. Das hat er immer selber machen müssen. Wir haben im Hintergrund ihm die Wege geebnet, dass er es machen kann, aber wir waren jetzt keine klassischen Eislaufeltern, wie man so schön sagt, und du musst und du musst. Er hat sich auch seine Sportart selber ausgesucht, schon mit 4 Jahren. Seine Mutter kommt aus dem Handball, ich komme aus dem Radsport, er wollte Fußballer werden. Da war gerade der Opa der ein bisschen da Gas gegeben hat, aber sonst hat kein Mensch Bezug zum Fußball gehabt. Man hat aber gesehen, dass das seine Welt ist, und er hat es seit seinem 4. Lebensjahr, mittlerweile ist er 30, durchgezogen. Ja, es hat ein paar politische Viren auch gegeben in den österreichischen Vereinen. Wie es aber ungerecht geworden ist, hast dich eingemischt. Das war vielleicht der Fehler, weil er halt aus dem Spitzensport kommt, wo es immer nur nach vorne geht. Jeder will nur geradelinig, und darum halt in einer Mannschaftssportart ist das halt manchmal nicht so möglich. Da gibt es auch andere Interessen. Jetzt ist er seit 5 Jahren in Deutschland, spielt dort bei sehr angesehenen Vereinen, lebt vernünftig davon, ist sicher nicht reich geworden damit. Momentan ist Uerdingen, oder? Genau, KFC Uerdingen hat ein gutes Standing im deutschen Fußball, die dritte deutsche Liga, da gibt es 10 Vereine, die mal erste deutsche Liga gespielt haben, also mit sehr namhaften Vereinen, und in seiner Mannschaft spielt zum Beispiel Kelvin Großkreutz, vor einigen Jahren auch selbst Fußball-Weltmeister gewesen, da sind sehr viele Leute drinnen, die sehr viel Ahnung haben vom Fußball. Steffen Effenberg zum Beispiel arbeitet dort mit.
Ja, also vielleicht mit seinen 30 Jahren ist als Tormann sicher noch nicht zu alt, um nochmal Karriere zu machen, also die richtig nach oben geht. Ja. Das Zeug hätte dazu und jetzt mische ich mich gar nicht mehr ein und jetzt funktioniert es vielleicht besser. Eine eher ungewöhnliche Frage habe ich noch, nachdem du bei Adidas arbeitest und jetzt gerade in Wien ein Weltrekordversuch war, wo Nike eine Rolle gespielt hat und du bist noch dazu im Marketing. Denkt man darüber nach, wenn man sich anschaut, was da für ein Hype plötzlich passiert, was der Konkurrent da macht und ob man nicht selber auch irgendwas, eine zündende Idee haben könnte oder so? Ja, Ideen haben wir genug. Es ist nur die Frage, ist das noch im Reglement entsprochen oder ist das schon wieder eine andere Sportart? Und bei der Geschichte geht es um die Diskussion, das Material, das hier eingesetzt wurde, ist das noch normaler Laufsport oder ist das schon was anderes? Ich glaube, da gibt es gar keine Diskussion. Es ist belegbar, dass das was anderes ist. Es ist eine grandiose Leistung gewesen, brauchen wir überhaupt nicht diskutieren, egal mit welchem Material gelaufen wurde. Aber da gibt es halt schon Dinge, die in andere Sphären hineinreichen. Und ja, beim Langlauf hat es mal jemand gegeben, der mit einem Stock gekommen ist, den anderen allen davongelaufen, wurde sofort verboten. Juhan Mieto, glaube ich. Zum Beispiel, ja. Oder ja, andere Dinge sind akzeptiert worden. Bocklöf war das, glaube ich, mit dem V-Stil. Ja. Alle haben ihn ausgelacht, jetzt springt keiner mehr ohne. Ist akzeptiert worden. Wenn das auch akzeptiert wird, dann bauen wir zukünftig alle solche Schuhe und laufen alle schneller. Warum nicht? Kommt da im Radsport noch irgendwas, glaubst du? Ach, das war extrem. Ja, zu meiner Zeit hat man gesagt, ja, diese Rahmengeometrie, die es da gibt, die wird nie anders werden. Ja, dann hat man Carbon erfunden und plötzlich konnte man ganz andere Dinge bauen. Ja, ich habe immer gesagt, in meiner Zeit, als wir noch mit Kettenantrieb und luftgefüllten Reifen gefahren sind, die gibt es beide noch. Es gibt aber schon andere Entwicklungen auch. Ne? Also in 30 Jahren wird man vielleicht nicht mehr auf Dingen fahren, die explodieren in der Abfahrt und sein Leben riskieren, sondern da gibt es etwas anderes und eben mittlerweile schon sehr gute Entwicklungen, auch wo man von der Kette wegkommt, die auch nicht sehr ökonomisch ist, noch immer das Beste. Aber da gibt es schon also Dinge, die sich so entwickeln könnten, dass sie besser sind, diese Antriebe. Und auch besser zum Schalten. Also ich denke mal, fast in jeder Hinsicht ist im Radsport dann auch irgendetwas möglich. Was sie zum Beispiel verboten haben, ist die Aerodynamik. Ne? Man könnte ja jetzt mit so Zigaretten- oder Zigarrenform-ähnlichen verkleideten Rädern fahrt man schon 100 km/h, aber das hat mit Radsport dann nichts mehr zu tun. Das ist, ja, also das Regelwerk ist sehr entscheidend, wie sich eine Sportart weiterentwickelt. Und was auch irgendwann kommen wird, dass es E-Bikes gibt, wo man nicht einmal, wenn man sich auskennt, erkennt, dass es ein E-Bike ist. Aber das ist eine andere Geschichte. Fast, das gibt es auch schon. Ja, zum Schluss muss ich dich natürlich fragen, was machst du heute noch an körperlicher Bewegung? Weil wir machen jetzt noch eine Bewegungsübung. Beweglich selber, das heißt, dass ich mich verbiegen kann, war ich nie. Also das allererste, was meine Mutter mit mir gemacht hat, als kleines Kind in den Turnverein zu gehen, um einfach, weil ich steif war, wie bis jetzt. Ne? Was ich aber mache, ist eben sehr unterschiedliche Sportarten, durch die ich meinen kompletten Körper trainiere. Früher mal war es so beckenabwärts mit Laufen, Radspaten natürlich, Inlineskaten und so. Und jetzt mit Stand-Up-Paddle zum Beispiel. Ja. Du bist noch in der Mitte. Okay. Ja, also ich versuche die Sportarten einfach abzuwechseln, ein sehr breites Spektrum vom Klettern bis eben Langlaufen und sonstige Dinge zu machen, um meinen Körper dadurch sehr ganzheitlich zu trainieren. Denn ich bin ein voller Sack. Ich gehe nicht gern arbeiten, weil wenn ich in ein Fitnessstudio gehe oder zu Hause Gymnastikübungen mache, ist das Arbeit für mich. Wenn ich jetzt alleine oder mit meiner Freundin oder wen auch immer draußen in der Natur unterwegs bin, sind 4 Stunden schnell mal vorbei und man merkt es nicht, weil man einfach sich inspirieren hat lassen, gute Gespräche geführt hat oder einfach Spaß an der Sache hat. Und man hat aber gewaltig viel für seinen Körper getan und Ausdauersport ist das, was fürs allgemeine Wohlbefinden immer noch eines der wichtigsten Dinge ist. Klar könnte man überall mehr machen oder besser machen, aber wir könnten auch noch eine Stunde plaudern, weil du hast immer was zu erzählen, du hörst gar nicht auf. Wir werden das fortsetzen irgendwann. Jetzt müssen wir aber Schluss machen. Danke, dass du da warst. Danke fürs Gespräch. Und raus in die Natur zur nächsten Aktion. Wir bleiben noch ein bisschen indoor, weil der Rudi Satran hat natürlich noch eine Bewegungsübung hier im Wien Museum vorbereitet zum Abschluss. Genau, die Freude an der Bewegung ist einmal wirklich das Zentralste und Wichtigste und die Bewegung auch ein bisschen in den Alltag zu integrieren und einfach zwischendurch auch etwas zu machen. Da hat uns der Rudi noch einen weiteren Tipp mitgebracht. Wir gehen jetzt ein bisschen tiefer und zwar in die Knie und erweitern. Vorher sind wir auf die Fersen gegangen und jetzt ziehen wir die Fußspitzen hoch. Ferse. Eine kleine Koordinationsübung, um auch die Fußpumpe zu aktivieren, die Muskelpumpe. Und jetzt? Ferse. Und die Spitzen abwechseln. Und jetzt müssen wir gegengleich anagieren. Gell? Jetzt verknüpfen wir rechte, linke Gehirnhälfte, Ferse und Spitze abwechselnd. Natürlich kann man es immer auch schwieriger machen, indem man die Unterlage verändert, indem man zusätzlich nochmals mit den Händen macht. Und dann wird es schon ein bisschen schwieriger.
sprechen, man kann auch ein Gedicht nebenbei aufsagen oder lernen, um das Gehirn einfach verschieden zu aktivieren. Dies ist aber auch möglich, indem man, während man im Museum einen Beitrag liest, kann man auch ganz leicht die Übung nebenbei machen, um das Gehirn noch ein bisschen zu aktivieren und die Bewegung mitzunehmen, immer in den Alltag.